stehen jetzt hier vor der Baustelle. Genau, vor einem Teil der Baustelle, um genau zu sein. Das ist das Gerüst, das wir in den vergangenen Wochen errichtet haben, um die Arbeiten an dem Glasdach vornehmen zu können. Das Glasdach wird im Zuge des Umbaus der Zentralbibliothek gegen ein thermisch effizienteres ausgetauscht. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder berechtigte Klagen von Nutzerinnen und Nutzern gehört. Es zöge sehr. Dieses neue Glasdach wird verhindern, dass diese sogenannten Fallwinde, die für diese Zugerscheinungen verantwortlich sind, entstehen, sodass es hier also dann zu einem deutlich angenehmeren Raumklima kommen wird. Wir haben uns zusammen mit Frau Glitsch von der SUB die aktuellen und zukünftigen Baustellen in der Zentralbibliothek angeschaut. Wir haben hier den sogenannten Galeriebereich der Zentralbibliothek, also einen Bereich, den Sie im Moment noch mit Schrankwänden ausgestattet vorfinden. Hier werden wir Zonen des informellen Arbeits oder auch der Ruhepausen für die Nutzerinnen und Nutzer einrichten, was, denke ich, besonders willkommen sein wird, wenn man den ganzen Tag auf dem Campus unterwegs ist und zwischen Lehrveranstaltungen einfach mal irgendwann auch ein bisschen chillen möchte. Ja, wir sind jetzt hier im ersten Obergeschoss der Zentralbibliothek. Wir haben ja, wenn Sie sich das Gebäude vielleicht vor Augen führen, wir haben hier im hinteren Bereich die Carrels, die Sie wahrscheinlich schon kennen von der Nutzung. Das sind insgesamt 57 Carrels, eben Einzelkabinen zur Einzelarbeit. Diese Arbeitskabinen werden erweitert um 35 weitere Arbeitskabinen. Und zwar in einem Bereich, den Sie hinter mir sehen oder zurzeit noch nicht sehen, weil er gerade umgebaut wird. Wir werden zusätzlich zu diesen Arbeitskabinen in diesem Bereich einen sogenannten Raum der Stille anbieten, also einen Raum, der dann für Gebets-, Meditationszwecke oder eben einfach zur Stille einlädt. Ja, wir stehen hier also im ersten Obergeschoss in einem Bereich, den wir für Gruppenarbeitszwecke umgestalten werden. Wir werden hier sogenannte Blasen zur Gruppenarbeit schaffen. Das sind etwas ovale, rundliche Gebilde, deswegen bezeichnen wir die als Blasen. Und sie sind umgeben von einer etwa 1,80 Meter hohen Wand, die auf diese Weise verhindert, dass dann Geräusche, die notwendigerweise bei der Gruppenarbeit entstehen, dann eben andere Nutzerinnen und Nutzer beeinträchtigen. Hinter den Blasen wird es dann zwei weitere Räume geben, tatsächliche Räume geben, die ebenfalls für die Gruppenarbeit vorgesehen sind. Hier werden Sie dann Konferenzbestuhlung, also Tische und Stühle haben, eine Leinwand, Beamer, Multimedia-Technik, sodass Sie dann dort also auch in Kleingruppen arbeiten können. Ergänzt werden diese Angebote durch einen Raum, in dem Sie dann Drucker, Kopierer, Scanner vorfinden werden, sodass Sie dann also gleich alles beieinander auch haben, was Sie für Ihre Arbeitszwecke benötigen. Dieses Angebot haben wir nicht nur für das erste Obergeschoss vorgesehen, sondern auch für das zweite Obergeschoss. Also auch dort werden Sie diese vier Blasen finden. Sie werden im Unterschied zum ersten Obergeschoss einen weiteren Gruppenarbeitsraum finden, weil wir den weiteren Raum dann als Eltern-Kind-Raum einrichten werden. Und diese zusätzlichen beiden Räume werden dann, wie die Carrels auch, über das Online-Buchungssystem buchbar sein, das Sie bereits aus dem LSG kennen. Sie fragen sich jetzt vielleicht, wie bringen wir das hier alles unter? Die Theke, die Sie zurzeit noch hinter mir sehen, wird von dem ersten Obergeschoss in das Erdgeschoss verlagert. Ja, wir sind hier in einem Bereich, in dem wir, wenn wir uns zu meiner Rechten wenden, künftig Thekenservices an einem Ort bündeln werden. Das heißt, hier wird sich zukünftig eine Empfangstheke befinden für die Erstinformationen, wo Sie also erste Fragen stellen können zur Orientierung. Und dahinter dann ein Bereich, in dem wir Ihnen Beratungsinformationsangebote gerne auch vertiefter Art anbieten werden. Ergänzt wird dieser Bereich durch den Selbstabholbereich, den wir von hinten nach vorne verlagern, damit Sie nun einfach kürzere Wege haben und nicht mehr so weit durch das Gebäude laufen müssen. Wenn Sie sich zur Linken wenden, sehen Sie heute einen Bereich, der relativ
laut ist, was natürlich verständlicherweise der Gruppenarbeit geschuldet ist. Für die Gruppenarbeit schaffen wir im ersten und zweiten Obergeschoss durch die Blasen und durch die Gruppenarbeitsräume vielfältige Möglichkeiten, sodass wir hier den Lesesaalbereich ausweiten können, also einen ruhigeren Bereich ausweiten können und damit dem vielfach geäußerten Wunsch nach mehr Ruhe in der Bibliothek entsprechen können. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten sehr viel dazu beitragen können, hier noch attraktivere Lern- und Arbeitsbedingungen zu schaffen. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis Januar 2016 abgeschlossen sein.